Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Mobile Video. Heute ist Wraith mit ihren Perks dran. Wie versprochen nehme ich jetzt jede Legende einzeln durch und stelle euch nur die Perks vor. Wer das System noch nicht checkt, schaut das letzte Video. Wer da eine Einladung zu den Perks braucht, dort zeige ich euch, wie das ganze System funktioniert. Und anhand von Octane und seinen gesamten Fähigkeiten zeige ich das auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, hoffe ich doch. Und wir gehen jetzt mal auf die Perks von Wraith ein. Und ich finde, Wraith hat extrem interessante Perks, die sicherlich für einen Solo-Spieler extrem interessant sind. Wir fangen an, wir gehen hier drauf. Ich zeige das wieder anhand des Skilltrees, weil es wie immer ein bisschen was mehr freizuschalten gibt. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das letzte Video mit Octane gesehen habt, es gibt gewisse Perks, gerade bei den Finishern, die ähneln sich ein bisschen oder sind gleich. Aber ansonsten gibt es gerade speziell für die Fähigkeiten noch ein paar interessante Perks. Fangen wir direkt mit dem ersten an. Bedrohungsdaten. Stimmen aus dem Nichts zeigt die Distanz zwischen dir und den Gegnern. Das finde ich schon mal richtig geil. Also diese Passive, wenn jemand auf dich zielt und Wraith sagt, Achtung, hier, Gegner zielt auf dich, dann siehst du die Entfernung zwischen dir und dem Gegner. Das ist krass. Also das ist schon mal extrem interessant. Nächster Perk. Kampfanpassung. Der Einsatz deines Finishers fügt dem Evo-Schild 100 Schaden zu, sodass du es schneller gepimpt kriegst. Ist klar, hat man auch bei Octane, das wird garantiert bei jedem Charakter derselbe Perk sein, davon gehe ich fest aus. Dann gibt es hier wieder eine Wraith-Meisterschaftsplakette und ihr seht auch wieder, ich hoffe, da muss ich nicht drauf eingehen, Perk für Perk, nach egal ob oben, Mitte oder unten, je nachdem wie weit du fortgeschritten bist, kosten natürlich die Perks Wraith-Token hier bei Wraith und sind halt teurer. Der nächste Perk, leeren Flucht. Du kannst während eines Knockdowns weiterhin in die Leere gehen. Absolut interessanter Perk, wie ich finde. Da finde ich Octanes Sachen nicht so interessant. So, dann haben wir böse Geister erscheinen im Mod. Wir haben Phantomschritt, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit ohne Waffe in der Hand. Geringfügig, nicht schlecht, hast halt dauerhaft aktiv und musst nicht erst irgendeine Fähigkeit aktivieren, sondern es ist dauerhaft drin, wenn du es reingemacht hast. Und als letztes hast du hier den Emote beachten. Gehen wir zum mittleren Tree, da haben wir hier Magazinabonnement, ist genauso wie bei Octane. Der Einsatz deines Finishers füllt die Munition deiner aktiven Waffe auf und erhöht 8 Sekunden lang das Nachladetempo. Dann haben wir wieder Apex Packs oder ein Apex Pack. Taktischer Vorteil, der Einsatz deines Finishers lädt deine Taktikfähigkeit auf. Und im letzten Tree unten, das sind die roten, das sind die interessantesten mitunter, auflösen. Deine ultimative Fähigkeit ist bei 50% verfügbar, aber die Aktivierung an diesem Punkt erzeugt ein kleines Portal. Hält halt nicht ganz so lange. So interpretiere ich das. Langer Weg, die Dauer von in die Leere erhöht sich um eine Sekunde, aber die Abklingzeit wird um 10 Sekunden verlängert. Kann extrem effektiv sein, aber die 10 Sekunden in-game, im Fight, wenn du es gerade erst benutzt hast, können natürlich um Leben und Tod entscheiden. Aber genau die eine Sekunde kann eben auch um Leben und Tod entscheiden. Was ist jetzt wichtiger? Interessant auf jeden Fall. Vorsicht wäre das Emote und das letzte Perk Phasenhast. Bewegungstempo in der Leere erhöht sich, aber die Dauer wird verkürzt. Ist wahrscheinlich eher uninteressant, weil die Leere so schon nicht extrem lange hält. Ladies and Gentlemen, das waren alle Wraith Perks. Wie gesagt, das Octane Video mit den genauen Details noch nicht gesehen hat, sollte da nochmal zurücksappen. Das war's schon wieder. Und wir sehen uns im nächsten Perk-Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.